Interessante Gäste, spannende Themen, gute Unterhaltung. So das Resümee der dritten RTF1-Nacht. Ein bunter Abend, moderiert von Sandra Nah und Roland Steck. Und nicht nur Oberbürgermeister Boris Palmer, Bestsellerautor Peter Prange und die Landtagskandidaten aller im Landtag vertretenen Parteien sind der Einladung ins Sparkassen-Carré Tübingen gefolgt. Tübinger Sparkassen-Carré gestern Abend. Kurz vor 11 Uhr geht die RTF1-Nacht zu Ende. Die vom RTF1-Moderatorenteam Roland Steck und Sandra Nah präsentierte Show. Eine dreistündige Veranstaltung, gespickt mit zahlreichen Höhepunkten. Ein bekannter Tübinger OB, der ein Blatt balancierte. Mitreißende Jazzklänge der Nachwuchskombo der Tübinger Musikschule. Tübinger Landtagskandidaten jetzt erstmals beim Schlagabtausch versammelt. Und auch der Sport mit regionalen Stars war auf der Bühne vertreten. Reaktionen. Echt schön. Es war sehr, sehr schön. Es war sehr interessant. Also ich habe schon lange nicht mehr so gelacht. Das war echt schön und unterhaltsam und auch informativ. Also alles in allem sehr gelungener Abend. Was war Ihr Höhepunkt? So, die Gewinner vom das Mädle. Gewinnspiel. Am Schluss. Was war Ihr Favorit da? Völlig mein Sohn. Das Mädle am Schluss und der Sohn. Geheimnisse, die wir später lüften. Los ging's mit Ihnen. Ein jazziges I Feel Good von diesen 7 Tübinger Nachwuchsjazzern gab die Tonlage für den Abend vor. Dann ab ein erstes, informatives, ernstes Thema. Jürgen Faber, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Tübingen, in großer Sorge über die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und deren Folgewirkungen für die hiesigen Regionalbanken. Wir können nicht durch reines Fluten der Kapitalmärkte und mit permanentem neuem Gelddrucken dieses Problem in den Griff kriegen. Und für unsere Kunden, Sie haben es, glaube ich, sehr deutlich gesagt, der Zins ist im Endeffekt abgeschafft. Wir bezahlen minus 0,3% bei der Bundesbank. Das ist natürlich nicht schön für uns und das wollen wir auch nicht. Wir werden aber im Moment zumindest noch keine Minuszinsen von unseren Kunden verlangen. Das ist nicht geplant. Wir hoffen aber natürlich auch, dass sich die Situation auflöst. Gespanntes Zuhören auch beim nächsten Thema. Die Tübinger CEGAT GmbH hat 2011 eine weltweit revolutionäre Methode zur individuellen Gendiagnostik für Krankheitsanlagen entdeckt. Krankheiten könnten so im Vorfeld behandelt werden. Der Knackpunkt ist, dieses Verfahren wird im deutschen Gesundheitswesen nicht anerkannt, auch nicht von den Kassen. Warum? Ja, das wüsste ich auch gerne. Das scheint mir eine gewisse Art der Bestandswahrung zu sein. Auf jeden Fall ist es nicht im Sinne des Patienten. Wir waren in Deutschland die ersten weltweit, die das gemacht haben. Inzwischen sind wir international vollständig abgehängt. In Amerika ist das Standardverfahren für jeden Krebspatienten, der in ein Krankenhaus hineinkommt. Deutschland, so Biskup, müsse aufpassen, wegen einer Grundängstlichkeit die Hightech-Forschung nicht aus dem Lande zu treiben. Sorgen treiben auch ihn um. Ob Wohnungsbeschlagnahmeerwägungen, Grenzen sozialer Belastbarkeit oder so schaffen wir es nicht. Boris Palmer hat mit Äußerungen zur Flüchtlingskrise eine Debatte eröffnet. Gestern Kritik am deutschen Druck auf andere. Wenn ich gerade lese, dass die Rechtsradikalen in Frankreich möglicherweise in 6 Regionen die stärkste Kraft werden bei der nächsten Wahl, dann kann man sich ja ausrechnen, dass es erheblich destabilisierend auf Frankreich wirken würde, wenn wir sie zwingen würden, in so großer Zahl Flüchtlinge aufzunehmen. Großbritannien überlegt, ein Referendum durchzuführen. Wenn man da gegen Brüssel sozusagen polemisieren kann, dann wird der Austritt auch wahrscheinlich. Und die osteuropäischen Länder, wenn da Donald Tusk jetzt sagt, so geht es eben nicht mit der Flüchtlingsaufnahme, die sind ganz besonders wenig bereit, uns zu helfen. Ich glaube, das muss man schon mal zur Kenntnis nehmen, weil Realpolitik heißt, die Welt so zu betrachten, wie sie ist und nicht sie sich zu wünschen. Wünschen könnte man sie sich anders, aber so sieht es aus in Europa. Der studierte Mathematiker fordert einen realistischen Blick, widerlegte aber zwecks Massetheorie mal auch ganz kurz die unglaubliche Behauptung, Sindelfingen und nicht Tübingen markiere die baden-württembergische Mitte. Einen ganz speziellen Blick auf wichtige Themen hat auch er. Comedian Eckhard Grauer, besser bekannt als Leibsle. Beispielsweise auf die Treibhausgase. So eine Natur ist doch, die denkt, warum hält man denn dort Atmosphäre dicht, dass die Gase eben auskennen. Ich meine, wenn ich daheim nicht ab und zu Decke lüften könnte, ich wüsste nicht, ich müsste in meiner Zukunft müsste ich auch manchmal. Also, ja, Gott sei Dank können wir jetzt in diese Atmosphäre wenigstens ein paar Lächeln einmachen können, gell? Dann ein weiteres exklusives politisches Highlight. Wohl erstmals vor den Landtagswahlen im kommenden März
warben die wohl aussichtsreichsten Tübinger Kandidaten um Stimmen. Baden-Württemberg ist hochattraktiv als Studienort, ist hochattraktiv als Innovationsort, ist hochattraktiv als Wirtschaftsstandort. Und ich glaube, wir haben viel dafür auch getan, beispielsweise indem wir Studiengebühren abgeschafft haben, was zum Studium zusätzlich animiert hat. Wir haben Studienplätze stark ausgebaut, auch wovon Tübingen hier zum Beispiel in der Region profitiert. Wir haben auch beispielsweise an der FH in Rottenburg, an der Forsthochschule, neue Studiengänge implantiert in der Zeit. Wir haben gerade auch als Grüne in der Regierung Punkte erreicht wie Klimaschutz. Wir haben ein integriertes Energie- und Klimaschutzgesetz und eine Konzeption auf den Weg gebracht. Wir haben trotzdem über 1 Milliarde in Betreuung und Bildung investiert in diesem Land. Wir haben die Schulpolitik neu angegangen, haben die Gemeinschaftsschule eingeführt, für mehr Bildungsgerechtigkeit gesorgt. Und was man auch sagen muss, ist, dass wir als grün-rote Landesregierung, jetzt nehme ich uns mal zusammen, ganz gut, glaube ich, und sehr verantwortungsbewusst mit der aktuellen Herausforderung durch die Flüchtlingssituation umgehen. Eine Bilanz, die in der Runde natürlich nicht unwidersprochen blieb. Was mir nicht so gut gefällt, die Bildungspolitik im Lande ist mir zu stark ideologisch geprägt. Da werden in Teilen Ergebnisse, die man erhoffen kann, schon vorweggenommen. Also die Einrichtung der Gemeinschaftsschule ist noch nicht die Herstellung von mehr Bildungsgerechtigkeit, sondern ist die Hoffnung auf mehr Bildungsgerechtigkeit. Da erwarte ich mir mehr Offenheit und das heißt eben auch mehr Offenheit für das, was wir heute haben, für unsere Gymnasien, auch für die Realschulen, für andere Schularten. Die müssen nebeneinander bestehen können und sollen nicht alle zugunsten einer einzigen Schulart verschwinden können. Da sind wir sehr aufmerksam. Mehr Freiheit brauche es statt Regelungswut und vorgeblicher Beteiligungskultur. Die CDU fordert eine schärfere Flüchtlingspolitik. Die Menschen kommen wegen unserer Werte zu uns. Sie lassen sich von unseren Werten schützen, also müssen sie diese Werte auch akzeptieren. Und das Zweite ist, wir müssen die Maßnahmen, die in den Asylkompromissen beschlossen worden sind, systematisch durchführen. Und so verstehe ich nicht, dass der Herr Gall die Abschiebung erst ab Januar macht und warum hat er mit der konsequenten Abschiebung nicht schon im November begonnen. Nach harter Politik folgte er, Peter Prange, international bekannter Bestsellerautor, Verfasser der Weltenbauer-Trilogie, Spezialist für Geschichten in penibel recherchierten Kontexten, gab Einblicke über seinen Weg zum Erfolg. Ich schreibe Geschichten, die ich mir selber erzähle, die ich selber gerne lesen würde. Dieses Schielen auf den vermeintlichen Lesergeschmack halte ich für ziemlich bekloppt, weil ich weiß nicht, was ein Leser in 2 Jahren mag. Verlasse mich lieber auf den einzigen Geschmack, den ich kalkulierbar einschätzen kann, das ist mein eigener. Viele Fans haben auch sie alle. Sport ist die schönste Nebensache der Welt. Und mit Tigers-Spieler Julian Albus, 400-Meter-Hürdenläuferin Jackie Baumann, der Breakdancerin Ida Winter, betraten regionale Spitzensportler die Bühne. Auch Knut Kirchner, ganz links, prominenter Bundesliga-Referee, hat natürlich mit Sport zu tun. Und des Rätsels Lösung, er ist der Sohn, dessen Auftritt ein Vater zu Beginn als ganz persönlichen Höhepunkt angab. Des anderen Rätsels Lösung, das Mädel, das eine Zuschauerin als ihr Highlight benannte, betrat dann ganz am Ende die Bühne. Begleitet von Moderator Roland Steck brachte Sandra Narr als Duo Saro das Lied Dance with my father auf die Bühne. Die ersten beiden Teile der kompletten Aufzeichnung der RTF1-Nacht aus dem Tübinger Sparkassenkarree gibt's bei uns am kommenden Wochenende, am Samstag und am Sonntag.